Hallo, mein Name ist Jim Panzo und ihr seht ein kleines Vlog mit ein paar kleinen Updates. Erste Update bzw. erste wichtige Geschichte. Heute Morgen ging es schon direkt durchs Internet. Ihr habt es bestimmt auch schon bei Facebook, Google Plus, Twitter und weiß was ich wo gelesen. Diese Millionärswahl, bei der ja zwei von unseren YouTube-Kollegen, Freunden, befreundeten YouTube-Kanälen, also mit denen wir direkt was zu tun haben, mit dabei sind. Die wird jetzt ein bisschen eingestampft, ein bisschen kleiner gemacht, ein bisschen abgesetzt, ein bisschen, es gibt keine Live-Shows mehr. Alles, was ich dazu bisher weiß und gelesen habe, ist, dass es keine Live-Shows mehr gibt und dass diese Millionärswahlgeschichte zusammengeschoben wird. Das bedeutet, dass der Kollege Tino vom Kanal Pink Panther, vom Kanal Wartime Dignity, so heißt es richtig, jetzt in keiner Live-Show mehr auftritt. Und da werde ich später nochmal in einem eigenen Video was Eigenes, was Komplettes, was sich nur um dieses Thema dreht, sagen. Wenn denn mich betrifft das indirekt auch, aber da darf ich jetzt noch nichts großartig zu erzählen. Zumindest durfte ich das bis gestern nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich dazu überhaupt jetzt sagen darf. Auf jeden Fall ist Tino gerade ziemlich geknickt. Ich habe noch nicht wirklich mit ihm gesprochen, nur so zwei, drei Zeilen, bevor er im Skype offline gegangen ist. Der ist natürlich jetzt ziemlich enttäuscht dadurch, dass es keine Live-Show gibt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ja, wird es jetzt nur noch so eine Art vorproduzierte Serie dazu geben. Und die ist dann so weit in das Nachtprogramm verschoben worden, dass man natürlich nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne irgendwie erzeugen kann, wie man das mit einer Live-Show hätte machen können. Wir haben ja am Kanal 61 Minuten Sex von Jan und Jana gesehen, wie viele neue Abonnenten, Zuschauer und Aktivität damit reingekommen ist. Und das hätte ich auch dem Tino, also dem Pink Panther, gewünscht. Und da hätten wir wahrscheinlich alle ein bisschen mehr was von gehabt. Und im Moment sieht es so aus, als ob uns diese Chance gerade so ein bisschen durch die Lappen geht, was sehr ärgerlich ist. Die eigentliche Show wird natürlich weitergeführt, damit es da auch keine Klagen gibt, von wegen hier Betrug, von wegen 1 Million Euro Gewinn und dann gibt es nicht. Also ich denke mal, das wird der Sender noch ganz normal durchziehen. Und alles Weitere werde ich natürlich auch weiterhin noch auf Facebook und YouTube und quasi Twitter und Google Plus posten und verbreiten, wenn ich dazu irgendwas weiß. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Tino damit auch noch einen kleinen Anstups für ihn irgendwie bekommen wird. Wir werden hoffen, dass das in die richtige Richtung geht und drücken ihm auf jeden Fall von meiner Seite aus alle die Daumen. So, das Zweite, das ich für euch habe, ist, habt ihr auch im Titel schon gelesen, ihr könnt über das Commander Krieger Forum in einem Thread, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, Fragen an den EA Community Manager aus Deutschland bzw. den EA Community Manager für Shooter aus Deutschland stellen. In dem Thread selber steht drin, dass Commander Krieger dann in so einer Art Interviewform die Fragen, die ihr über das Forum stellt, dann an den Community Manager weiterleitet, beziehungsweise als Interviewform halt vonstatten geht. So, das Ganze funktioniert so, dass jeder von euch in einem Thread beziehungsweise in einer Antwort 5 Fragen an den Community Manager stellen darf und da werden dann natürlich die geschicktesten, gescheitesten, besten Fragen halt zusammengefasst, damit das nicht so eine endlos Nummer wird, aber es soll wohl mehrere Videos dazu geben. Finde ich eine ganz coole Sache und wenn ihr auch schon immer mal was direkt an EA stellen wollen würdet, ist das jetzt eure perfekte Möglichkeit dazu. Auch gerade im Hinblick jetzt auf Battlefield 4, was sich da alles jetzt noch verändert, was da noch geplant ist, wann was kommt, wie was kommt, warum was nicht funktioniert, warum was so und so ist oder nicht so und so. Das könnt ihr jetzt alles in das Forum schreiben. Link in der Videobeschreibung unten drunter. Einfach lesen, einfach mitmachen und dann wird eure Frage vielleicht auch an den Gamma gestellt. Der heißt nämlich Gamma in / Andreas Koch. Ich habe ja auch schon mal was ein oder andere mit ihm zusammen gemacht. So, das soll's für jetzt auch gerade schon gewesen sein. Ganz kurzes Update, ganz kurzes Vlog, nichts Kompliziertes, nichts Aufwendiges. Ihr wisst Bescheid, Millionärswahl. Tino, wir drücken dir weiterhin die Daumen, dass das alles noch in die richtigen Bahnen läuft und wir alle ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dazu bekommen, die jetzt direkt mit dir in Verbindung stehen. Und das Zweite natürlich, EA Community Manager Deutschland. Ihr könnt ihm direkt Fragen über das Commander Krieger Forum stellen. Link in der Videobeschreibung. Mein Name ist Jim Panzig, sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, bis dann. Ciao und tschüss.